So, einen wunderschönen guten Tag. War das was Lustiges passiert? Bande! Biom! So. Ich will mal ganz kurz den Funk hier umschalten. So, wir müssen mal ganz kurz warten. Wir fahren nämlich gleich mal was ziemlich Lustiges. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Da ein bisschen kaputt sind, ist nicht so schlimm. Wir reparieren das schnell am LKW. Und das hat einen Grund, warum ich den fahre. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. So. Weiß nicht, dieses Spiel ist mitunter so nervtötend. Häkchen raus, jetzt geht uns das Spiel nicht mehr auf den Sack. So. So, was da unten steht, ne, has been kicked, ist mir nämlich auch gerade passiert, wegen rücksichtsloses Fahren auf der Calais Route. Wir brauchen eine Fracht. Welche ist uns scheißegal, ich weiß, ich verstoße damit. Alles ist mir egal, wir versuchen nach Deutschland zu kommen. Köln ist doch was. Liegt in der Nähe. Genau, das nehmen wir. Zack, bumm. Also für eventuelle Ruckler, sorry, aber ihr kennt die Autobahnein- und Ausfahrten, werde ich euch zeigen. Da kam es nämlich gerade zu einem Vorfall. Ich war meines Erachtens nach schnell genug, war dementsprechend rechtzeitig richtig auf der Straße drauf, er hätte mich sehen können. Aber ich wurde gekickt wegen rücksichtsloses Fahren. Jetzt frage ich mich und ich stelle jetzt wirklich Admins von Truckers MP in Frage. Arbeiten dort nur Idioten, ja, also wirklich nur Kinder, die keine Ahnung haben, keinen blassen Dunst haben davon, oder gibt es dort auch Erwachsene, die irgendwann mal vielleicht eventuellerweise einen Führerschein gemacht haben? Das Problem ist, dass leider kaum noch deutsche Admins da sind. Jetzt könnte ich was sagen, aber dann heißt es wieder, Cookie ist ein Rassist, Cookie ist ein Nazi. Und das lasse ich mir ungern nachsagen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere türkischstämmigen Admins nicht in der Lage sind, ein angemessenes Sehverhalten zu besitzen, sprich eine angemessene StVO-Regel. Also, die Straßenverkehrsordnung sagt in Europa, das zeige ich euch, ich hätte nämlich fahren dürfen. Sie haben mich nicht fahren lassen. Das heißt, ich hätte jetzt den ganzen Tag da stehen können, warten können, bis ich raus kann. So, Rückwärtsgang. Anpeilen. Und damit ihr auch mal seht, wie unsere lieben fast mit Europäer, ne, also wenn zu EU gehören, Blattröd, fahren. Fahren die auch in Real Life, glaube ich. So.
Ich mache euch natürlich, damit ihr auch noch Spaß daran habt, den Voice Chat wieder an. Ne? Wir wollen ja hören, wie wir beleidigt werden. Und natürlich fahren wir die komplette Calais Road. So, weil so gaskrank sind wir, ne? Wir fahren nämlich darüber. So, machen wir mal. Geht ja schon los. Ich werde gekriegt wegen rücksichtsloses Fahren. Liebe Admins, solltet ihr das Video sehen, so ist es zum Beispiel untersagt, den Voice-Chat zu missbrauchen. Den Funk-Chat wird permanent missbraucht. Mit Musik, die ich zum Beispiel nicht hören möchte, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Musik gegen Allah spielen würde, dann werde ich sofort... Gell, Paul, gell. Er macht das zum Beispiel falsch. Ich habe Vorfahrt normalerweise, liebe Admins. Sollte ben gidip ileride bekliyorum seni. Burada duramadı. So, dann muss man sich hier irgendwas auf Türkisch, Arabisch, Libanesisch anhören. Ne, das ist auch sehr gut. So. Ampelregeln werden hier nicht gehalten. Doch, eigentlich gerade schon. Ich bin erstaunt. Dieses Video wird in der Regel ein wenig länger dauern. Alles, was jetzt von links kommend ist, müsste gebannt werden. Steht hier irgendwo ein Admin oder warum halten die sich an? Da wird schon wieder einer gekickt. Oh, ausnahmsweise wurde sogar mal ein Türke gekickt. Sonst werden immer nur die anderen gekickt. So, das ist auch verboten, ne? Horn-Spam ist strikt verboten, genauso wie er hier das Licht so krass anhat. War schon Regeln fahren wollen. Waren jetzt auch nach Regeln, jetzt zeige ich euch, dass ich das auch kann. Ja, wir dürfen hier jetzt 80 fahren, das werden wir natürlich machen. Fuck you. So. Güzel yurt, güzel yurt yok mu? Jetzt greifen die Admins durch. Wir schreiben hier Rack rein, fahren selber wie die größten Idioten. So, jetzt kommt hier gleich vorne die Autobahn. Ich stand. Nee, bekliyoruz. Bilmiyorum, gel gidek. Auf der Fahrbahn von. Demiyorum arkadaş gelecek. Vazgeçtim. Das heißt, wir blockieren ihn jetzt schon hinter uns. Çık 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 çık. So, er hupt jetzt schon wie ein Vollidiot. Aber ich will ja da vorne runter. So. Ja, wir wollen ja da vorne runter. Ich stand nämlich hier auf der Autobahn, wo die jetzt alle stehen, rechts von uns. Da stand ich. Auf mich hat keiner gewartet. Mich hat keiner durchgelassen. So, und rein theoretisch hätte ich jetzt Vorfahrt. Wenn wir nach denen ihre Regeln gehen. So, und natürlich wird jetzt wieder alles vorgelassen und jetzt ist natürlich wieder kein Admin da, weil das ist nicht rechtens. Deswegen wurde ich gekickt. Ich habe so wie die gemacht. Ich habe die zwar ankommen sehen, waren noch weit genug weg, bin ich rübergezogen, war aber denen ihrer Meinung war ein Fehler. Dann geht dem mehr. Ich war ja, jetzt kann nicht. Da so. Arkada und kaldı. Angeblich, I have recorded, baby. Kandasın ya, arkamda kimse yok öyle. Nee, der muss jetzt genauso warten. Arkada kaldı, iyi. Arkanda 2 tır var, 3 tır oldu. Onların arkasından, geliyorum. Ja, tamam. So. Es ruckelt jetzt natürlich ein bisschen krass, weil ich auf. Mit dann ich dann geçtim ha. So, jetzt wird schon hinter mir gehupt wie so ein Vollidiot. Ist auch verboten. Das unnütze Nutzen von... Ah, da, gel. Könnt ihr das gerne machen auf truckersmp.com.
Das Auto hier vorne hat auch den Fehler begangen. Wir benutzen jetzt den Blinker. So, er macht hier natürlich den großen Fehler. Ich darf ihn abdrängen, weil er nicht regelkonform eingefahren ist. War seine Schuld. Jedes Mal werde ich jetzt auch Bescheid geben, dass ich aufnehme, immer wenn ich sage, I'm recorded. Ich benenne die dann auch mit Baby oder sowas, keine Ahnung. Oder Honey oder sonstiges. Ja, damit die schön wissen, dass wir sie aufnehmen, stellen wir online auf YouTube. Und natürlich werde ich das auch mal preisgeben auf Truckers MP. Vodka mı içiyor? Nasıl araba sürüyor böyle ya? Roket kafanın mı araba sürüyorsunuz? İbneler lan. So, Warnblinker anmachen, sofort in die Eisen gehen, warten. So, mal gucken, ob wir nochmal fix machen können. Okay, jetzt sind wir tatsächlich. Die meisten schreiben Rack rein. Der erste ist schon hinten raufgefahren, das merken wir immer durch einen kleinen Ruckler. Dieses Video könnte ein bisschen länger dauern. Trinken wir Tee. Mir geht es gesundheitlich besser. Etwas. Boah, jetzt brettert die Sonne direkt hier rein. Jetzt doch mal weiter oder ist die Langeweile angesagt? So, mal kurz hupen. Wir könnten jetzt auch natürlich die 734 reporten, weil ich glaube nicht, dass vor ihnen noch irgendwas steht. Ne, jetzt steht nichts mehr. Jetzt können wir. Warnblinker rausnehmen. Für die, die es aufregt, oh, es leckt. Ja, es sind aktuell 31 Spieler in der Nähe. Es werden gleich noch viel, viel mehr. Deswegen könnte es eventuell etwas ruckeln im Video. Bitte dies zu entschuldigen. Deswegen fahre ich normalerweise EU3 und auch nie da, wo so viele Leute sind. So, ne? Überholen ohne zu blinken. Auch furchtbar. Dann schön rechts überholen. Ist ein Nationalheld. Wer auch immer mich gerade angeschrieben hat, ist mir gerade scheißegal. Kann da jetzt nicht gucken. So, rauf geht's auf die Calais Route. Es wird gleich weniger. Ich hoffe es zumindest. Gerade sieht so an, als würde es immer mehr. Schaffen wir das? Sauber, ohne anzudocken. So. Auch der da vor uns hätte Vorfahrt gehabt. Der von links kommend warten müssen. Rein theoretisch. Auch hier an diesem Schild gut zu erkennen. Badstraße. Aber gut, Ehrenköse hat keine Ahnung. Ehrenköse wird uns jetzt bis, wenn wir Pech haben, bis Duisburg begleiten, Richtung Duisburg. Wir werden komplett die Calais Road fahren mit diesen Lecks. Wir werden uns da abkämpfen. Muss mal gucken, ob die mich reporten wollen. Muss mir unbedingt merken, dass ich die 2850 bin. Ne, weil ich muss dann sofort das Video den zur Verfügung stellen und sagen, ab welcher Minute, weil ich schneide das hier nicht. Da bin ich auch der Meinung, dass man das verbieten sollte. Man müsste mindestens eine Aufnahme von, wenn der Unfall gefilmt wird, 5 Minuten haben, dass man
2,5 Minuten vorher sieht, was passiert ist, und 2,5 Minuten danach, nach dem Unfall. Ja, dass da wirklich man sich das nicht so zurechtschnippeln kann. So, der rot-weiße Truck hinter mir hat jetzt fast einen Unfall verursacht, obwohl der, der jetzt gerade rechts, links überholt, auch fährt wie die letzte Königsnutte. Ja, das ist... Das gehört sich so nicht. Ich hätte mal einen komplett ungetunten Truck nehmen sollen. Jojo, mit dem merkt man echt krass die... Verhalten hier. Ja, da schreibt einer, dass er live auf Twitch ist. Aber das sind so Leute, die keiner sehen will. So, jetzt schon... Warnblinker rein. Und ich zwinge hinter mir wieder alles zum Anhalten. Er müsste jetzt hier die 1821, müsste rein theoretisch F7 Enter machen. Und dieses Fahrverhalten ist ja mehr als fragwürdig. Ne, damit ihr das auch mal wisst, auch wenn ich das hier an Truckers MP schicke, ne, für Truckers MP. Ich kicken wegen rücksichtsloses Fahren. Ich reporte keinen von den ganzen Idioten. Sehe ich nicht ein. Weil hat man eh keine Chance. Ich halte mein Gas bei. Muss jetzt natürlich ausweichen, weil sonst hätte ich ihn gerammt. Möchte ich ihn nicht antun. So, die 3033 liegt schon auf der Seite. Kommt davon, wenn man nicht fahren kann. Schuld eigene. Übrigens die meisten hier 80% fahren. Mit dem Logitech G920 schreiben sie auch immer ganz groß ran, ne? Weil habe ja wieder ordentlich Geld vom Staat. Ob Türkei, Saudi-Arabien, ist mir egal, wo die alle herkommen. Wurde hier gebannt wegen Rassismus, deswegen nicht wundern, wenn ich da ein bisschen jetzt auf die Muslime ein bisschen rumhacke. Ich habe nichts gegen Muslime, ne? Aber wenn ich da mal einen Spruch bringe, dann ist das gleich Rassismus. Das, bisschen krass, da wir in Europa eine Religionsfreiheit haben. Ja, das sollten unsere lieben Freunde aus Tschechien wissen. Auch die, die den Server hier hosten. Ups, da hat es gerade gebummert. Da ist mein Fenster zugegangen. So. Oxy 93. Hat mal wirklich Oxy ist. Eine Foxy Lady. Soll uns aber nicht stören. So, Ehrenköse haben wir wieder vor uns. Ehrenköse ist unser bester Mann. Fährt aktuell 80. Wenn nicht sogar weniger. Jetzt komme ich nicht so schnell an das Fenster ran. Ich brauche eine gerade Strecke dafür. So, was war eigentlich die Tage los? Was war gestern los? Ja, gestern war ich mit dem Hund draußen. Habe dadurch einen Sonnenstich tatsächlich abgegeben. Heute... extra nochmal beim Arzt, hab das abchecken lassen, weil ich war gestern so labil auf den Beinen. Gestern Abend zum kleinen Stream ging es mir dann einigermaßen ganz kurz gut. Arzt hat aber gesagt, war gut, dass ich vorbeigekommen bin. Denn so rosig sah die Sache dann doch nicht aus. Ich habe mich da ein bisschen verschätzt. Und ja, was soll's. Ne? Nur weil man dick ist, heißt das nicht, dass man einen Wassertank bei sich hat. Das heißt dick. Ja, ich bin leicht übergewichtig. Leicht. Echt ein Bauch. Er hat mir... Alles klar, Digga. I have recorded. Das Spammen vom Horn ist verboten. So langsam, wie es gerade vorangeht. Können wir mal ganz kurz das Fenster nochmal öffnen. Uns wieder hinsetzen. Müssen ja auch erstmal die Mühle hier wieder vorankriegen. Ganz gemächlich das hier voran. Ganz gemütlich. Immer sogar nebenbei mal auf WhatsApp gucken. So. Der Keiki fragt schon, warum ich sauer bin. Habe ich nämlich geschrieben, wurde gekickt, jetzt egal.
Jetzt lege ich richtig los, habe ich geschrieben. Indem ich einfach mal ein Video mache und euch das mal zeige hier. Das meine ich mit mal so richtig loslegen. Hat er 42 hinter mir? Sagen, der ist ja gar nicht live gerade. Fährt er auch gar nicht auf der 2. Das kannte Überholmanöver, da wo er stand, ist eigentlich unnötig. Darf er auch gar nicht stehen. Laut Spielregeln, laut Reglement. Genauso wie der links vorne stehende, darf er auch nicht stehen. Also Gorilla Graphics Card nicht. Ui. Na, hab ne diese richtige Leckung. Mutti liegen und im Bett quietschen lassen. Ist auch mal was Geiles. So. Ich würde sagen, ein Viertel der Strecke haben wir. Es gibt zwei große Schwierigkeiten. Die erste ist auf die Calais aufkommen. Zwei, ich glaube, drei oder vier Schwierigkeiten gibt es. Ja, die erste haben wir überwunden. Jetzt kommt gleich Nummer 2, das ist die Bahnschranke. Und dann kommt noch mal eine Autobahn über. Bin ich sogar schon. So. Sorge ich auch gerade dafür, dass ich das alles weg. So. Schön wäre es ja. Noch nicht. So, ihr seht ja, sobald kein Verkehr da ist, weckt es nicht. Es muss nur hell werden und wir können das Licht abschalten. Dann hier das mit den Karawanen ist so blöd. So, Bahnschranke voraus. Hier stehen nämlich die meisten jetzt. So. Hier muss man reagieren können. Wie gesagt, die meisten fahren hier mit einem Trustmaster oder mit einem Tech. Ich war hier mit der Tastatur. Ja, da ist man dann nochmal ein bisschen eingeschränkter. Server. Aber die, die hier mit Lenkrad fahren und das noch groß sauen, die können nicht mal fahren. So, ich weiß zwar nicht, warum er jetzt hier abbiegen will. Aber da vorne ist die Bahnschranke. Schwierigkeitsstufe. Akt. Die Schwierigkeit der Bahnschranke ist, jeder will der Erste sein, sobald die Scheiße hochgeht. So. Zwei wurden hier gleich gebannt. Zumindest. Ja, Hupen bringt da nichts, wenn vor mir nichts fährt. Ist aber auch geil auf deutschen Straßen, das ist wirklich so. Sobald die Bahnschranke runtergeht und die 100 Meter hinter einen nicht sehen, was da los ist, dann wird erstmal gehupt, bis die feststellen, oh, da war eine Bahnschranke. Sind aber dann die Berufspendler, die da jeden Tag rüberfahren, sich dann wundern. Was der Scania da für ein Problem hat, das kenne ich. Das ist immer so eine... So ein Akt der Verzweiflung hier rüber zu kommen, weil es gibt unsichtbare Mauern an den Bahnschranken. Die muss man irgendwie erstmal überwinden. Da muss man dann immer so ein bisschen leicht mittig fahren. Eine Mittelspur kriegen. So, aber wenn wir jetzt hier erstmal die Leggy-Kacke vor uns haben, oder hinter uns haben, besser gesagt, dann geht das nicht. Hier, das mit den Karawanen total bescheuert. Das ist ein LKW-Simulator. Ein Autosimulator. Gibt genug Autosimulationsspiele. Ja, da hat er mich jetzt abgebremst, die Sau. Und hier, Ping-Pong-G, ne?
behaupten, man wäre eine Lady, dann ist man ein Kerl und denkt, man kriegt Tittenbonus. So, hier. Ist der Nationalheld? Wenn ich jetzt das Auto weggebumst habe, ist ja nicht mein Problem. War ja recorded. Dann brauchen wir auch nichts sagen. Please turn off the music. Man sich ja nicht angehört, das Gejaule. Immer gar nicht klar. So, was er jetzt hier macht, ne? Rechts, das ist auch verboten. Auf der Calais Road ist absolutes Überholverbot. Wirklich absolutes Überholverbot. So, der Rechtsstehende steht sehr praktisch. Wenn er jetzt auf die Straße will, haben wir beide ein Problem. Weil ich werde jetzt garantiert nicht vom Gas geben. Wenn ich vom Gas gehe, habe ich ein Problem. Weil der Verkehr hinter mir nachzieht. Der suppt nach. So. Jetzt komme ich raus aus der Leggy Zone. Das war Schwierigkeitsstufe 2. Also Schwierigkeitshürde Nummer 2. Nummer 3 folgt gleich. Zeige ich euch, da ist nämlich vorhin der Cakey abgeschmiert. Oh, please! Sorry, turn off the fucking music! Diese Schmerzensmucke kann man sich nicht antun. Sorry, anders kann ich es nicht sagen. Da, andere Völker, andere Sitten. Jetzt daran vorbei, ohne dass es kratzt. Aber er liegt viel zu lange, er muss sofort F7 Enter machen. Sever abi'den kayboldu ya. Gidelim biz. Gesundheit. Ist halt immer hat irgendwas vom Dachbau erzählt. Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin absolut kein Nazi. Auch das hier ist eigentlich ein Hindernis. Man versucht immer auf Glück durchzukommen. Jetzt geht's. Dann haben wir zwei. Ne, 1, 2, das war Nummer 3. Jetzt kommt gleich Nummer 4, dann haben wir sogar 5 Dinger. 5 Dinger, wo es ein bisschen brenzlig wird. Können sogar 6 sein. Eigentlich sind 6 2T-Kreuzungen. Wenn wir nachher erstmal hier runter sind von der Road. Ja, und wir haben auch Duisburg passiert, praktisch gesehen. Dann ist alles easy. Dann ist alles easy going. Ja, weil hier ist jetzt wieder tote Hose. Ihr merkt, die Ruckler fangen an. Er steht da sehr günstig. Er pümmelt sein Leben. War ein Smalltalk scheinbar. So, dann kommt der Nächste, der mich überholen will. Aber ich halte drauf zu. Da kenne ich gar nichts. Aber ich glaube, der hieß auch was mit weg. Ja, das ist es dann. Die schneiden sich das dann so zurecht, wie sie es gerne hätten. Und man kann es auch nicht überprüfen, wo das ist. Weil könnte hier auch ganz einfach behaupten, ja, das war in England. Ja, das ist. Deswegen ist immer Videobeweis hier so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Er hat auch einen Fahrstil. Komm schon.
So, jetzt geht's rein in die Niederlande. So, Leggy LKW wieder gefangen. So. So, ich muss nur an den Roten vorbeikommen, ohne ihn zu berühren. Wenn man merkt, dass man zu krass leckt, dann zieht den LKW wirklich Richtung Grünanlage und niemals in die Gegenfahrbahn. Dann umgeht ihr auch einen Bann. Ja, dann umgeht ihr wirklich einen Bann. Weil wenn ihr merkt, das geht gar nicht mehr. Auf jeden Fall ein Deutscher. Ja, das was er da macht, oh, das knallt. Ja, sein Problem. Wir dürfen jetzt nur nicht nachlassen, wir dürfen nur nicht aufgeben. Ich weiß es, es wird schwer, das zu gucken. Es wird schwer, das zu gucken, aber wer es bis hierhin geschafft hat, Respekt. So, jetzt geht es auch wieder ein bisschen leckfreier. Sobald uns echt was entgegenkommt. Ja, ihr seht ja auch, ich weiche den sogar aus, wenn sie von hinten überholen. Nur komischerweise fängt es bei mir mal extrem an zu ruckeln, wenn mir was entgegenkommt. Wenn was vor mir fährt in meine Fahrtrichtung oder hinter mir in meine Fahrtrichtung fährt, dann läuft das easy peasy. So, jetzt werden wir natürlich vom Gas runtergehen, weil wir kommen zur 1, 2, 3, 4. Stelle. Ja, das ist die 4. Stelle. Weil wir auch eine kleine gewisse Länge haben, könnten wir uns ganz schnell hier am Leitplankenkack festfahren. Haben wir nicht, gut. Jetzt kommt das nächste. Hier darf man jetzt, ohne großartig drauf zu achten, abbiegen. So, der 2585 hat sich auch einen super Spawnpunkt rausgesucht. Ne, und der möchte natürlich jetzt auch sofort fahren. Müssen wir ihn erstmal zeigen. Nö, ist nicht. Und jetzt dürften wir eigentlich bis zur T-Kreuzung kurz vor Duisburg keine großen Schwierigkeiten mehr haben, keine großen Lecks mehr haben. Don't spam your horn, I have recorded. Ja, er hupt weiter. Tropenarsch. Ja, das ist wirklich so ein Tropenarsch. Aber das soll uns nicht stören. Hier, liebe Admins, so fährt man, aber ich werde gekickt wegen riskanten Fahren. So, der Mercedes macht's richtig. Er wartet gerade lang genug, um überholen zu können. Na, das war nicht mehr meine Schuld. Auch das war nicht meine Schuld. Recorded all. Ja. Ihr habt gesehen, der eine hat mich überholt, links, was er nicht darf. Ich habe ihn versehentlich gestriffen. So ein Idiot. So, müssen wir ihm natürlich zeigen, dass er das nicht darf. Auch das
War nicht regelkonform. Ne? Sollten das mal Admins sehen. Wisst ihr, was da falsch gemacht habt? Ich werde gucken, dass ich das auch. Hi, hi. Bin gerade am Aufnehmen. So. Weil er mal Hi Dope Cookie schreibt. War eben auch schon vorm Kick. Ah, jetzt ist schon wieder mein Fenster zu. Ah, böse hier heute. So, jetzt überholen sie alle. Da sage ich auch jetzt hier nichts. Ah, weil hier beruhigt sich das gerade. Da soll er mal reporten. So. Wir nutzen wieder die Zeit, um mal Fixfenster zu öffnen. Oh, da ist gerade eine Flasche umgefallen. Ja, den Warnblinker können wir ausmachen. So, rein theoretisch muss es jetzt weitergehen. Immer gespannt, wie lange das Video dauert. Ich habe es wirklich nicht im Überblick. Habe ich wirklich nicht. Bin auch eher damit beschäftigt, die ganze Zeit zu trinken und sehr, sehr viel Flüssigkeit zu mir zu nehmen. Ich habe ja immer gesagt, bisschen Wärme. Schon okay, wenn man ein bisschen länger draußen ist, ohne viel trinken. Wurde ich jetzt diesmal eines Besseren belehrt. Ja. Fehler macht jeder mal. So, wenige Meter noch bis zur T-Kreuzung, davon ist sie schon zu erkennen. Auf dem großen F5-Navi. F3-Navi, sorry. I have recorded. It's no problem. Oh, wie schlimm ist es? Ne, damit ihr das auch mal seht. So. I have recorded. Spielkind. Hä? Zu blöd zum Fahren. Volldepp. So, und er schiebt mich sogar noch weg. Ja, er schiebt mich sogar noch weg. Das ist das Spielkind. Ne? Wenn kleine Kinder dieses Spiel spielen. So. Im Endeffekt brauche ich diese Tour gar nicht weiterfahren. Damit ist dann meine Fracht im Arsch. Ich werde jetzt gleich mal gucken, wer mich da angeschrieben hat auf dem TS. Ich kann nur sagen, sorry an die Admins. Werdet erwachsen. Ja. Die Fracht kann weg. Die taugt wirklich gar nichts mehr. 6. Kann ich weghauen. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sage ich einfach nur, ne? Also, Sushi.